Willkommen zurück. Liebe Leute, es geht weiter zu The Legend of Zelda Windwalkers. Moment, wie komme ich hier jetzt raus? Zurück mit B. Vielleicht sollte ich auch das Pad anmachen. Jetzt. So, ich habe es jetzt umgestellt auf, dass ich auf dem Digipad laufe. Und hier mache ich jetzt quasi... Gut, mache ich jetzt nicht, mache ich, wenn es draußen ist. Die Map. Ansonsten habe ich die Auflösung höher gestellt. Das war das, was mir jetzt am ehesten eingefallen ist. So werden wir jetzt erstmal spielen. Ich werde es mir... Es ist noch nicht optimal. Es ist immer noch in der Ferne ein bisschen unscharf. Es stand vorher auf 640 mal 480 oder so. Jetzt habe ich auf 1920 mal 1500 gestellt, weil es irgendwie 4 zu 3 hier anscheinend ist. Oder sowas. Auf jeden Fall, da werde ich nachher mal mit Filtern gucken, dass ich das in der nächsten Aufnahme aber erst hinbekomme. Also man kann ja beim Dolphin denn so ein paar Filter drüber packen. Da kann man zum Beispiel 32-Bit-Filter drüber oder ein FXAA-Filter oder wie die da alle heißen. Vielleicht wird es damit ein bisschen schärfer, ich bin mir nicht sicher. Nicht mit den Farben, aber vielleicht mit den anderen FXXA, YZV-Filtern, wie sie auch immer heißen. Da werde ich mal ein bisschen rumprobieren, ob es irgendwo ein bisschen besser wird. Und ich habe das hier halt geswitcht. Wenn ich jetzt nach rechts drücke, dann komme ich auch nach rechts. Das heißt, es sollte jetzt etwas leichter sein. Jetzt kommen wir erstmal zum Kampfsystem. Du wirst ja schönes Talent, habe ich, bist du für eine Übungsstunde da. Und ob? Oh, ich habe direkt ein Speer. Gegen einen Speer, wie fair. Schön, als erstes üben wir den Horizontalhieb. Drücke B und greif mich an. Geblockt! Greife ich so lange an, bis ich sage, dass es reicht. Ich kann ja hier jetzt fokussieren. Falsch, drücke nur B. Ach so, ich darf nicht, Falsch, drücke nur B. Ich habe doch nur B gedrückt. Gut, als nächstes den Vertikalschlag. Drücke L, um mich anzuvisieren. Autofokus. Und drücke danach Autofokus. Ha! Nur keine Scheu. Gib mir alles, was du hast. Reicht's, wenn ich einmal drücke? Nee, ich muss gedrückt haben. Tschabba, tscha, hu, hi, ha. Oh, wie krass. Für den Vertikalhieb musst du mich mit bla anvisieren. Drücke dann B. Hab ich. Hab's jetzt geschafft. Sehr schön. Und jetzt der Ausfall. Visiere mich mit bla an und drücke dann nach vorne und B und gib mir alles, was du hast. War's das? Gut, ich will einen Ausfall noch von den anderen Seiten sehen. Okay. Ja, ist ja gut, ich gebe noch mein Bestes. Der passiert automatisch, Junge. So, gut, das genügt. Behalte ich jetzt das Schwert? Genau wie ich vermutet hatte. Achso, wir hatten denn nochmal gesprochen? Ich war in der Zeit essen. Irgendwie, ich hab vergessen. Du hast Talent! Aus dir könnte vielleicht sogar eines Tages ein großer Schwertmeister werden. Aber noch ist es zu früh für dich, ein Schwert mit dir zu führen. Noch kann ich dir keins überlassen. Arschloch. Und außerdem würde mich deine Großmutter ganz fürchterlich ausschimpfen, würde ich dir eins geben. Wenn du Lust hast, komm einfach wieder auf eine Übungsstunde vorbei. Hoi! So, kein Schwert, aber geübt haben wir. Das Schild bekommen wir auch noch nicht. Anscheinend müssen wir erstmal... Hier haben wir jetzt die Map, die kann ich jetzt mit dem Digipad hier hin und her flöppen. Okay, das ist die... Kommen wir gerade ein bisschen... Das... Sekunde. Ah, immer noch keine Taste belegt. Ich gehe davon aus, dass mein Gesicht hier unten links in der Ecke am besten ist. Ich weiß, es ist immer unten links in der Ecke, aber vom Prinzip her. Ich glaube, die Karte, man sieht sie erstmal schon so halbwegs, ja. Und es ist auch besser als unten die Rubine. Oder ganz schwierig ist natürlich oben links das, die Lebensanzeige. Oben rechts das, Hilfemenü kann man, glaube ich, ausstellen. Aber in den Optionen wahrscheinlich. Visier, Rumble-Funktion, Sound.
Geht bestimmt irgendwo. Anscheinend finde ich aber gerade nicht wo. Nur so, ich würde es auch jetzt sowieso erstmal noch anlassen, weil ich am Anfang echt ein bisschen fertig bin. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen wie bei Ocarina of Time, dass man da die Items sieht, die drauf, schon drauf gebindet sind und so. Ja, Link, ist doch gut. Wir müssen jetzt sowieso erstmal... Ich stelle die nur auf groß. Wir müssen jetzt sowieso erstmal da wieder da oben hin. Was bist du denn? Bleib doch mal hier. Nö, schon weg. Ansonsten gibt es ja auch nichts zu tun, oder? Ich meine, wir könnten jetzt noch durch die Häuser gehen. Das würde ich aber gerne machen, sobald ich ein Schwert habe, damit ich da auch die Sachen kaputt machen kann, die ich kaputt machen will. Oh. Hier sehen wir einmal unten rechts die Ausdaueranzeige. Jetzt ist sie schon wieder weg. Da kommt der Rotzbengel an. Hier haben wir noch sowas. Da ist ein Bienen drin. Sehr gut. Ha, haben wir ihn ausgetrickst. Ansonsten, da oben. Kann man hier oben weiter. Ich guck mal, was hier steht. Ausguck Feenwald. Hier kommt man in den Feenwald. Ich weiß nicht, ob man da schon hin kann. Das wird mit der Kamera immer ein bisschen komisch. Mit einem Analogstick. Quasi. Oh. Sowas wie C-Tasten. Oh, war nicht so gut. Sowas wie C-Tasten zu ersetzen. Die sind ja relativ digital, möchte ich sagen. Ist quasi so wie das Digipad. Ist ja, sind, glaube ich, die C-Tasten ungefähr. Obwohl, nein, es waren, glaube ich. Waren glaube ich 8 verschiedene Richtungen. Da kann man noch nicht hin. Ich werde schon wieder angeschrieben. Es tut mir leid, dass man das hört. Überqueren verboten. Was? Wegen Ausbesserungsarbeiten ist das Passieren der Brücke in dem Wald untersagt. Das können wir dann hier wahrscheinlich wieder mit dem Schwert zerstören. Abkürzung! Der Fallschaden interessiert mich auch, wenn man Fallschaden bekommt. Wie gesagt, ist mit dem Digipad wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn ich hier rechts, mich rechts und links drehe, dass ich dann ab und zu mal dabei so reinzoome und ich dann wieder manuell rauszoomen muss. Das tut mir ein bisschen leid. Aber ich hatte Bock auf das Let's Play, wie gesagt. Ocarina of Time kenne ich auswendig quasi. Majora's Mask habe ich auch relativ weit gespielt. Die Gameboy-Teile sowieso. Dann kam ja der Gamecube-Teil raus, den würde ich gern spielen. Und Twilight Princess habe ich auch mal angefangen, kurz. So die erste Stunde, glaube ich, gespielt. Oh, Arsch. Hat Oma... wie war die nochmal? Keine Ahnung. Irgendeine Mädchenstimme. Hat das Oma für dich gemacht? Nun ja, aber ich weiß nicht, ist dir darin nicht heiß? Aber es steht dir hervorragend, Arsch. Streck doch mal deine Hand aus. Das ist mein größter Schatz und den leihe ich dir für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Arsch. Der Arsch für alles. Du hast das Fernrohr geliehen bekommen. Es ist der größte Schatz deiner kleinen Schwester. Rufe das Itemmenü auf, lege es auf irgendeine dieser komischen Tasten. Na und? Freust du dich? Dir leihe ich es gerne. Du bist ja schließlich mein großer Bruder daher. Und daher was ganz Besonderes. Schau dir doch mal unser Haus von hier oben aus an. Du wirst irgendwas machen. Menü. Da. Wie beide ich das jetzt? So? Ja. Alles klar. Okay, wir können damit reinzoomen. Oh Gott, das ist jetzt schon wieder umgekehrte Steuerung hier. Das hat mich schon damals immer, oh lol, da steht einer am Briefkasten. Es, kannst du das am Briefkasten? Da. Probier doch mal durch Drücken der noch weiter rein zu zoomen. Nanu, der Postbote verhält sich aber irgendwie. Zieh nach oben! Habe ich. Ein Vogel? Oh Gott, ein Vogel erhält jemanden. Und da ein Schiff, was auf den Vogel schießt. Mit Katapulten, alles klar. Ein krasser Vogel. Okay. Sollte das getroffen sein? Wahrscheinlich. Und der stürzt runter. Der oder die, wer weiß. Da oben in den Feenwald, der ist es bestimmt. Oh nein, das ist ja furchtbar. Sie? Sie? Ist in den Wald gestürzt, wir müssen ihr helfen. Sie?
Aber so völlig ausgerüstet ist es viel zu gefährlich für dich, dahin zu gehen. Ja, toller Tipp. Stell dir nur vor, du gehst in den Film, weil du plötzlich kommt dieser große Riesenvogel und greift dich an. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Ich mache mich auf den Weg, um Menschen zu retten. Denn das ist... Nein! Gehst du denn wieder hoch? Nach unten sollst du. Kann ich auch irgendwie rutschen? Ich kann mich nur fallen lassen, oder? Exakt. Okay, also ich brauche jetzt das Schild und das Schwert von dem einen Typ. Was ich sagen wollte, das mit der Zoom-Funktion hier, dass man, wenn ich nach unten drücke, oh, ich muss das mal ranzoomen, dass ich hier nach unten drücke und nach oben gehe, also diese umgekehrte Steuerung quasi, ist, kommt, also gab es schon damals in Ocarina of Time, genau deswegen hatte man immer so Probleme mit dem Bogen und alles mögliche, dann hat man das versucht umzustellen, weil man es ja dann auf den C-Tasten, glaube ich, auch irgendwie gesteuert hat. Oh, da ist ein Boot. War das schon immer hier? Hallo, Boot? Bin ich irgendwie rauf? Da. Kann man da rein? Ein Händler? Oh, verehrter Kunde! Bei einem Terry-Händler finden Sie alles, wonach in Ihnen der Sinn steht. Oder haben Sie etwas, das Sie loswerden wollen? Wenn ja, zeigen Sie es mir einfach. Ich kaufe Ihnen alles ab. Möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Drücken Sie irgendwas nach rechts und wählen Sie den Artikel aus. Futtertasche. Die Tasche für Futter. Sehr praktisch allerdings. Die letzte, die ich habe. Universalfutter. Potputfrucht. 10 Rubine, die gibt es nur bei mir. Ehrlich, das ist eine einmalige Gelegenheit. Bitch, eigentlich für die Tasche... Weil, sind wir mal ehrlich, das sind Stückzahlen und das ist was mir ein Item gibt quasi und wir haben ja jetzt genug Items quasi. Die würde ich gerne kaufen. Wenn Sie diese Tasche nicht haben, können Sie kein Futter kaufen. Futtertasche kostet, möchte ich. Futtertasche erhalten, ein praktisches Item, in der du Tierfutter verstauen kannst. Maximal passt 8x3 Portionen hinein, wenn du ihren Inhalt ansehen möchtest, wähle sie und drücke diese Taste. Thank you. Sie sind mein Lieblingskunde. Ich werde es nie vergessen. Ich fertige eine Kundenkarte für sie an. Wenn sie viel einkaufen, bekommen sie Punkte gut geschrieben und für die gibt es irgendwann mal einen tollen Bonus. In meinem Laden ist der Kunde König, woanders bekommen sie einen Service nicht geboten. Sie haben jetzt einen Punkt gesammelt. Sammeln Sie 30 Punkte und werden Sie VIP-Kunde. Drücken Sie irgendwas und wählen Sie den Artikel aus. Jetzt könnte ich mir das Futter holen oder... Ehrlich, es ist eine einmalige Gelegenheit. Sollen wir einfach mal einmal die Potfrucht kaufen? So. Futter kannst du Möwen kontrollieren. Wähle im Item-Menü, lege sie irgendwo drauf. Kontrollierst du eine Möwe, kannst du sie durch Drücken von A schneller fliegen lassen, durch Drücken von R die Kontrolle abbrechen. Ich habe 2 Punkte. Sammel 30 Kunden. 30 Punkte. Bye. Ich glaube, die einzige Sprachausgabe im ganzen Spiel. Wahrscheinlich. Okay, wir haben auf jeden Fall eine komische Futtertasche mal gekauft. Ich denke, wie gesagt, wir werden genug... sag schnell. Rubine finden. Das ist alles okay. Ich meine, man findet ja immer quasi unendlich Rubine, wenn man immer wieder... zum Beispiel das Gras, was wieder neu nachgewachsen ist. Dingst, wieder neu steilt. Oh, S, was hast du vor? Du bist ja ganz blass und geschehen. Was auch immer, besorgst du einen Ausdruck. Achso, der hat ja eine andere Stimme. Was auch immer es ist, der besorgte Ausdruck in deinem Gesicht lässt nichts Gutes vermuten. Na, wie sieht's aus, Arsch? Interessiert, die wahre Kunst des Kampfsports zu erlernen? Ist es jetzt dasselbe nochmal? Echt dasselbe nochmal. Ich hab doch gar nichts gemacht. Greif mich so lange an. Ah, hat also funktioniert. Vertikalhieb. Da. Jetzt den komischen Autofokus nach vorne Hieb.
Ich habe doch gar nichts anderes gedrückt als das hier. So, als nächstes die Wirbelattacke. Halte B für eine Weile, sammel Kraft. Du kannst alternativ auch mit Hilfe von dem Ding hier eine Kreisbewegung ausführen und dann nach B drücken. Das ist schwierig mit einem Digitalpad. Ich glaube, ich werde den hier machen müssen. Ja, sehr gut. Mehr. Ja, da muss ich aber... Puh. Die nächste Übung wird etwas schwieriger. Kommen wir zur Spezialattacke. Visiere den Gegner mit Bla an, drücke dann A, sobald A erscheint. Was? War das richtig? Falsch! Die Spielleiter führst du aus, indem du mich mit Bla fokussierst und A drückst, wenn sich die Anzeige zu A verändert. Wann tut sie das? Jetzt! Okay, warum hat sie das getan? Ausgezeichnet, visiere mich noch einmal an und schlage zu, wenn du das komische Symbol siehst. Wahrscheinlich, wenn er blockt oder sowas. Wunderbar, und zu guter Letzt noch den Sprungangriff. Zieh dein Schwert und drücke A. Habe ich hingekriegt. Willst du noch einen sehen? Da! Das war's schon. Sehr gut. Gibst du mir jetzt dein Schwert? Ich spüre eine unruhige Hast in deiner Schwertführung. Weit stärker, als so der bloße Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß zwar nicht, was ich zugetragen hatte, aber ich kann das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden willst. Es, nimm es an dich und führe es gut. Mein Partner, das Hirodenschwert. Durchdrücken von B. Blabla, Aufgabe zu lernen, perfekt zu beherrschen. Schließlich willst du den alten Mann, so viel Vertrauen in dich, der so viel Vertrauen in dich gesetzt hat, nicht enttäuschen. Das Schwert dient seit jenem als das Instrument zur Bekämpfung allen Bösen. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden und mit ihm und seinen Aufgaben zu wachsen. Als treuer Weggefährte begleitet sich dieser auf deiner Reise. Ich habe wieder mal vergessen, den Timer zu stellen. Fängt ja wieder gut an in diesem Let's Play. Werde stark und wachse mit deinen Aufgaben. Wie heiße ich überhaupt? Stand da jetzt gerade... Ach ja, S. Dachte, wir sind ja nicht Link. So, kann ich jetzt hier alles zerstören? Alles klar. Die auch nochmal. Wir brauchen jetzt ein Schild. Obwohl, wir könnten auch mal eben kurz vorher noch... oben dem Typen mit seinem Gras helfen. Als Beispiel können wir ja mal hier kurz ein bisschen rumhacken. Da gibt es auch ein paar Gill. Ich möchte sowieso wissen, wie lange das Nachwachsen dauert. So. Dann gehen wir mal zu dem anderen Typen. Kann ich das irgendwie wegstecken, das Schwert? Oder macht er das einfach automatisch? Nö, muss er automatisch machen. Schade. Ich mag es nämlich cool, nach einem Kampf immer das Schwert wegzustecken. Hoch mit dir. Da vorne ist noch ein Schwein, übrigens. Da würden wir wieder 20 Gil bekommen. 20 Gil, wir sind ja nicht bei Final Fantasy. 20 Rubine. Könnten wir machen, wir müssen sowieso in die Richtung. Nein, nicht runterspringen. Zack. Zack, so. Dann machen wir das mal. Ich weiß nur nicht, wie man da dran kommen soll. Chip, 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 chip. Hab dich. Ha! So, dann bringen wir das mal schnell da oben hin und danach müssen wir wahrscheinlich nach Hause. Und, oh, nicht runterfallen. Oh, ganz ruhig. Das ist sehr hastig, die Drehbewegung mit dem Analogpad. So, okay. Kriegen wir jetzt nochmal 20 Kill und dann, wie gesagt, ab zu Oma und schnell. Und da können wir auch mal kurz dran. Wuff. Das ist jetzt beides, oder? Braun oder schwarz und pink.
Wie wunderbar, noch irgendwer, ja toll. Reichlich verdient, alles Gute zum Geburtstag. 20 Rubine, was für ein Glückstag. Das ist ein Namen ausdenken, achso. So, das werde ich nochmal schnell kaputt machen. So. 76, das waren dann 30 Rubine oder was? Naja, jetzt gehen wir mal nach Hüß. Da oben ist auch ein Rubin. Also merken, blau, nee, was war das? Gelb gibt 30, 20 gibt ein roter, 1 gibt ein grüner und 10 gibt ein blauer, glaube ich. So, Oma, was sagst du? Ist das auf dem Rücken etwa? Was willst du mit etwas so Gefährlichem? Oma, ich habe keine Zeit für dich, tut mir leid. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Ich brauche das. Kann nichts machen. Okay, ich krieg's nicht runter anscheinend. Ich könnte nochmal krass gegenrollen. Vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Vielleicht brauche ich einfach nur ein Schwert. Und das gibt's erst später. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Wir reden nochmal mit ihr. Zur Sicherheit. Was trägst du auf deinem Rücken? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf in den Feenwald und gucken mal, ob wir das mit unserem jetzigen Equip... Krieg ich das kaputt? Tatsache. Was ist mit dir? Du trägst nichts mehr auf dem Rücken. Was ist das für ein Lärm? Ich würde dir raten, schnell nach Hause zu gehen. Wenn die Notwendigkeit besteht, benutze doch einfach einen der herumliegenden Steine. Stehst du vor einem Stein, drücke A tragen. Nochmal A zum Werfen. Ablegen. Was hat das jetzt damit zu tun, dass ich schnell nach Hause komme? Ach, keine Ahnung. Also, wir machen uns da jetzt auf zum Wald. Ich werde jetzt doch nicht den blauen Stein einsammeln, weil wir jetzt wahrscheinlich auch im Wald, so dass so unser erster Dungeon sein wird, ein bisschen Gil kriegen. Und ich weiß nicht, wo gerade unser Cap liegt. Ob es bei 100 ist. Bei 75 schon mal nicht, gut zu wissen. Also vielleicht bei 100. Da kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Vielleicht kriegen wir das Schild, aber wie gesagt, erst ein bisschen später. Oder ich bin blöd und ihr schreibt es mir in die Kommentare, wir müssen später eins kaufen. Kann ich jetzt auch so wie früher? Ja, kann ich. Alles weggesenkt. Cooler ist natürlich mit dem Wirbeln des Sticks, aber das klappt natürlich, wie gesagt, nicht so gut. Mit einem Digitalpad, mit einem Analogpad geht es natürlich besser. Aber das können wir im Moment noch nicht benutzen. Wie gesagt, ich werde mich mal in der nächsten Aufnahme... Ah, übrigens hier, man sieht jetzt im Hintergrund, die Grafik ist ein bisschen... hatte ich überhaupt vorhin gar nicht angesprochen. Ich wette, ihr habt es schon gesehen. Die Grafik ist auf jeden Fall ein bisschen schärfer. Gut, der Wald da hinten sieht sehr lächerlich aus mit diesem Sprite. Aber ihr erinnert euch noch, dass wir die den Berg, dass der komplett... unscharf war und jetzt kann man da hinten zu der Schweinetussi sehen. Es ist ein Ticken unscharf noch da hinten. Aber ich glaube, das ist so, wie das Spiel im Ursprung war. Weiß nicht, ob ich es noch schärfer kriege. Wie gesagt, ich werde es einfach mal mit ein paar Filtern nächstes Mal probieren. Aber ansonsten kann ich wahrscheinlich nicht viel tun. Und ich mach mich eher dran, einen anderen Controller zu besorgen. Also zumindest zum Laufen. Das Problem ist, also ich habe ein Programm... Wie heißt es? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Dass ich den PS4-Controller benutzen kann. Der wird als Xbox 360-Controller emuliert. Für bestimmte Spiele. Also für Spiele... was haben wir denn da hinten? Schönes. Wie kommen wir denn da hoch? Hallo? Nicht von hier anscheinend, oder? Nein, irgendwie nicht. Obwohl hier könnte man vielleicht hoch. Hier? Ne, irgendwie nicht. Schade. Naja. Kümmern wir uns einfach nächstes Mal drum. Feenquelle, Ruine. Was war mit Glück? Das Glück des Wohlstands sei mit dir. Okay. Aber wie gesagt, also nochmal kurz dazu. 360-Controller wird dann emuliert. Das Problem an der Sache ist, dass...
ich quasi X-Padder benutzen muss, um, weil ein Dolphin am Emulator rafft nicht, dass es gerade, dass der Controller angeschlossen ist. Ja, also der ist damit nicht Dings. Der wird quasi, du steuerst quasi über die Tastatur. Also habe ich einen X-Padder dran, der die Tastatursteuerung auf einen 360-Controller bindet. Ja. Und das wiederum kann aber dann nicht emuliert werden als Ersatz für den als PS4-Controller, als Ersatz für den 360-Controller. Das geht nur, wenn eine 360-Steuerung vorausgesetzt wird, mindestens eines 360-Controllers, und die schon einprogrammiert ist. Das heißt, ich bin im Moment auf den limitiert. Vielleicht finde ich dann ein Zwischentool, oder ich kann bei X-Padder mittlerweile den PS4-Controller anschließen. Das müsste ich mal ausprobieren, ob man den da einstellen kann. Ansonsten, keine Ahnung. Muss man halt mit leben, ne? So, aber ich beende jetzt hier die Folge. Wie speichere ich? Shift F1. Saving. So. Und ich kann ins Menü gehen. Da, falls es gibt Tag-Nacht-Wechsel in dem Spiel? Ich weiß es gar nicht. Seht ihr, so blind spielen wir das Spiel. Ich habe absolut kaum eine Ahnung. Rechts sehen wir auf jeden Fall die Tasche, die Futtertasche. Da wird dann wahrscheinlich bald noch die Guild-Tasche und die Munitionstasche dazukommen. Und was es sonst noch so gibt, vielleicht gibt es auch nochmal einen Köcher. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid, wenn wir den Feenwald betreten und versuchen, die Frau... Ja, ich meinte ja, es wäre ein Mann, aber es ist wohl anscheinend eine Frau. Wenn wir die finden. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Tschüssi.